Willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Gold Nuzlocke hier im Zinnturm auf der Spitze, damit doch entschieden noch zu hoch zu gehen hat. Jo, vielleicht nicht 5 Minuten gekostet, nicht viel Zeit also, und jetzt kämpfen wir gegen das legendäre Mon. Dieses Spiel könnte sogar rein theoretisch fangen, da habe ich noch keinen Encounter, aber es macht mich leider nur normale Musik sehr schade, dass man da nichts Besonderes ausgepackt hat. Ist auch nur Level 40, also das sollte Derpina als gutes Training mitnehmen können und dann... Oh, es hat die Genesung, ein Highlight. Ich finde das so cool, wie die Musik dann jetzt mal aussetzt bei... Bisher auf, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt früher, aber... Oh. Es greift einfach mit seiner stärksten Attacke, die es hat, an, nämlich Läuterfeuer. Was macht denn so an Schaden? Rein aus Interesse mal... Alter Schwede, okay, das war auch ein Crit. Da war sogar eher ein süßer Crit, um ehrlich zu sein. So, Surfer und... Damit hätten wir Ho-Oh besiegt. Sehr gut. Ja, okay, viele PK gab es jetzt nicht wirklich. Können wir wenigstens von hier oben wegfliegen? In Hardcore Soul Silver ging das hier auch sehr gut. So, jetzt brauchen wir noch ein neues Teammitglied. Also, was heißt neues Teammitglied? Wir müssen noch ein bisschen im Team switchen. Ich glaube, Georg werde ich rausnehmen. Er hat für mich seinen Charme verbüßt. Denn es gibt noch andere, die wir durchaus mitnehmen sollten. Zum Beispiel jemand, der Kaskade kann. Was Syntoxia leider nicht ist, aber vielleicht kann derjenige auch noch Whirlpool. Das wäre ganz schnieke eigentlich. Dieser Ruf von Detox ist sowas von crazy, naja. Krabs vielleicht? Krabi? Doch, Krabi kann das, oder? Komm, du kannst das, Mr. Krabs. Heißt das so? Keine Ahnung. Ich finde Spawnshot so abends lustig, aber... Ich finde vor allem bestimmt lustig, aber... Ich kenne mich da nicht aus, also... Müsst mir das verzeihen. Vor allem Whirlpool... Das kann Krabi lernen, sehr gut. Das interessiert aber eigentlich nicht wirklich... Silberblick braucht keine Sau. Wie ich zuerst davor, wenn es eigentlich nur um Kaskade geht. Oh, bitte kann das. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann das echt keiner lernen hier. Oh, das ist super ätzend. Super ätzend, Freunde. Also ich dachte, das war eine gute Idee, also ich weiß es echt nicht. Jetzt haben wir doch 1 Milliarde Wassermonstern kann keiner davon. Fucking Kaskade. So, Box wechseln, zeige ich euch noch. Ja, super, als ob da ein Wassermon drin ist. Das dazu noch. Dass du noch Kaskade kannst. So, mitnehmen, was da drin? Quickle und McStein. Ein Traum. Super unnötig. So, kriegen wir jetzt was in die Richtung her. Ich versuch's mal hier auf der Route, vielleicht ein Goldini oder so. Boah, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ja, das ist natürlich kein Team-Encounter, das ist klar, wir werden uns vor allem Sklaven benutzen. Weil das Spiel uns zwingt. Ach, vielleicht schneide ich auch so raus, mal schauen. Oder machen wir wieder einen schönen Marsch im Hintergrund. Was gibt es denn da noch so zur Auswahl? Hallo? Geiss? Oh Mann. Immerhin ist die Musik schon beruhigend. Die mag ich echt, die ist super hier. Profi-Angel, komm. Schön.
Läuft hier bei denen? Quapsel, komm, du kannst Kaskade, habe ich gehört. Ich drehe es jetzt echt am Rad. Superball, Fliege und Sieg. Eigentlich sollte ich ja sagen, wir hätten den noch einen Counter, weil da wurden wir ja betrogen auf der Route mit dem Tangela oder was war das geflohen ist. Oh nee. Komm, reicht, verschwende nicht meine Zeit. Superball. Das ist natürlich eben schwer, mein Landtunnel. Ich glaube, das bekommt man nur mit einer Superangel in Olivian. Eine Superangel bekommt man erst ein Kanto und das ist hier in den Aslok nicht mehr drin. Schade. Ja, genau, okay, Spitzname. WF. Also Waterfall. Da Select. Pliss. So. Du kannst es bitte, bitte Kaskade. Oh, Strike. Nice. So, damit können wir nun das Let's Play fortsetzen. Ja, du sollst Kaskade lernen. Waterfall blieb ja nicht hin, deswegen musste ich das abkürzen. So, was kommt dafür weg? Blubber. Für Minuten haben wir jetzt verschwendet, dafür 6 Minuten läuft. Richtig episch. Mathilde gegen Lied, ich habe übrigens mich entschieden, ich werde glaube ich für die Liga bis Level 46 oder 47 trainieren, weil niedriger muss nicht sein. Übrigens Professor Lind müssen wir auch nicht ansprechen hier. Ich habe keinen Bock, diesen Text zu lesen. Deswegen jemals da lang. So, wir hätten ja hier auch rein theoretisch noch einen Counter. Ich glaube, hier gäbe es sogar relativ coole. Ja, komm. Hier sind wir jetzt auf einer neuen Route, soweit ich weiß. Das ist die... Oder ist es noch Neuborgia? Ich weiß gar nicht, ich kann es euch nicht sagen, wo wir es sind. Das ist ein Tacher und sein Counter und ein Tacher. Ja, auch gibt Schlechteres, würde ich sagen. Wenn ich eigentlich noch genug Bälle gern hätte für alles, was uns noch in nächster Zeit dann bevorsteht. Das ist ein Tacher, wie nennen wir den? Ich suche gerade irgendwas für Kraken, aber ich... Ah. Mann, das... Kraken hatten wir schon. Also Released Kraken kennt ihr ja sicherlich. Die Octopus ist ein bisschen lame, oder? Genau, da habe ich eine Idee, wie wir dich nennen. Unser You're great now, you're great now in Splatoon. Kommt ja auch bei der zweite Teil. Riesiger Hype, auch wenn ich noch keine Switch, aber das sehen wir gleich. Hey! Weißt du, was du gerade getan hast? Du hast eben deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Sie auf deine Karte, auf dein Pokémon. Ja, und damit sind wir jetzt hier, kommen wir wieder in altbekannte Gefilde. Ja, in die Karte Pokémon. Ja. Läuft bei uns. Das Haus da oben ist auch eine relativ interessante Veranstaltung. Oh, wir sind endlich hier beim großen Finale, quasi schon bei der finalen Route. Es gibt kaum eine finale Route, die ich so cool und stylisch finde wie die hier in Gold und Silber. Das gefällt mir echt gut. Weiß auch nicht, ob wir da... Ich glaube, wir haben schon für die erste Route da oben den Encounter, haben wir uns schon geangelt. Ich kann es dir aber nicht genau sagen, wie das ist. Sonnenbonbon. Die kann man auch vielleicht in der Liga verwenden, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Hatte der gute Sui getan bei seiner Synchro, ich weiß nicht, ob die geschafft hat, ich denke aber ja. Ich habe den letzten Part noch nicht gesehen, oder den, doch, denke ich, der letzte. Ja, doch, wahrscheinlich. Ja, doch, klar, der letzte. Habe ich noch nicht gesehen. Aber wir haben ja diese Liga auch noch vor uns, also werden wir noch in den Genuss kommen. Oder auch in den Missgenuss, wie man es jetzt sehen mag. Was mir ein bisschen Sorgen macht, dass wir keinen Kampfmon haben. Das wäre super praktisch für gewisse Trainer oder Käfer oder sowas. Gescheite Käfer meint natürlich. Können wir hier in einen sehr coolen Ort mit die Tojo-Fälle. Auch hier haben wir natürlich wieder einen Encounter und es ist ein...
Phlegmon, das ist super gut, weil da haben wir noch eins auf Reserve, sollte unser Lamus frühzeitig ableben. Was natürlich mir absolut nicht wünsch, weil Lamus ist cool. Ja, das ist immer ärgerlich, wenn man keine Methoden hat, die Mons zu schwächen. Ah, komm, es bleibt doch drin, das ist doch super lästig, was du gerade abziehst. So, Superball. Oh. Letzter Versuch mit dem Superball. Dann komm schon, geh rein. So schwer ist es doch nicht. Ich biete dir auch ein Big Taste hier heute Abend. Ich bin heute Abend in der Stadt und da kann ich das mitbringen. Ja, also jetzt bist du ein bisschen wählerisch. Okay, McDonald's, du bist nicht in der Nähe. Oder ist das? Stimmt, da ist ein McDonald's. Ist ja mitten auf der Straße sogar. Ist echt so tatsächlich. Fand ich immer ein bisschen weird. Und das ist immer seit Herbst halt. So, dann gehe ich halt zu Burger King, bring den King des Monats mit. Der ist immer beliebt nachts um 2. Okay, Burger King, kann ich auch verstehen. Okay, ich fahr sogar raus zu Ikea und gehe dann nebendran KFC und hol dir dort was. Und einen schönen 40er Bucket, komm. Unfassbar, was das traut, das ist doch Betrug hier, oder? Ja, ich dachte eigentlich, wir wären im nächsten Part mit Siegestraße durch. Das kann sich noch etwas ziehen hier. Kriegst gar nichts. Das bringt dir vielleicht, kriegst du meinen leergesoffenen Fanta-Becher für McDonald's, kriegst du mehr nicht. So. Weißt du, genauso nenne ich dich jetzt auch. Fanta-Vieh. Heißt oder heißt das Santa-Vieh? Ich weiß gar nicht. Weil uns so ein komischen Abiturbuch da drin, aber egal. Will ich nicht drüber nachdenken. Ich habe jetzt Urlaub für die nächsten paar Wochen. Oh, es geht immer weiter. Es geht immer weiter, Freunde. Die wollen mich echt tot kennen. So, Wundersaat. Quapsel, nimm halt Wundersaat an dich. Der Aufwecker will ich nicht hergeben. Komm, Beere. Die geben halt Mathilda und Duplo. Eisteile schmeißen wir in die Tonne. Beleber schmeißen wir in die Tonne. Drachenzahn können wir nicht auch in die Tonne schmeißen, weil wir damit nichts anfangen können. Effektiv, aber gut. So, wie viele Minuten sind wir? Für 14 Minuten haben wir noch genau nichts geschafft im Part, Freunde. Nichts. Also, heute machen wir definitiv länger. Das kommt hier direkt erstmal. Übrigens, das Cascadi ging gerade relativ zügig. Das kann sich auch Cascadi als Goldini, aber gut. Wahrscheinlich auch Hornbohrer oder so ein Scheiß noch. Also, ein bisschen Vorsicht. Runter geht's auf einmal voll entspannt. Okay. Golbert, tu das nicht wieder. Danke. So, jetzt sind wir hier. Ich glaube, ich kann sich sogar heilen, oder? Sind die Pokémon loyal genug, um zu gewinnen? Ich werde es überprüfen. Ah, den Pokémon vertrauen dir blind. Es ist schön, einen guten Trainer zu treffen. Hier ein Geschenk für die Reise. TM37, was kann das sein? Rückkehr vielleicht? Sandsturm, okay, nee. Nur erfahrene Trainer sollten sie einsetzen. Oder, und wenn du Despot im Team hast, das leider Faker erst ab der 4. Gen hat. Kämpfst du? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt auf diese etwas längere Route, die uns durchaus auch ein bisschen zurichten könnte, weil hier haben die Trainer durchaus solide Mons, okay, dieser Samen. Klammern wir jetzt vielleicht mal noch aus. Sagt euch, der Eisdieb war eine exzellente Investition, er ist sogar speziell, gell? Ah, er ist vielleicht nicht ganz so geschickt, aber okay, passt schon.
Ey, ich hab doch Vegetarier. Hat das Mülltank? Das hat Speckschicht und Fake hat X und ein Crit. Das gibt mir erstmal auf Milch getränkt, bevor wir hier noch in den nächsten Kampf uns reinstürzen. Juck, 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 juck. Das ist so geil, hier eine Heilattacke im Playthrough zu haben, weil es ist so ultra mächtig. Wenn man diesen Kampf normalerweise in der Naslok hier nicht heilen kann. Och, seriously, wollte mich eigentlich verarschen mit einem scheiß Crit. Das ist nicht Gen 1, das ist so witz. Oh nee. Missklick ich auch noch, weil ich mich jetzt so aufreg. So, geht daneben. Okay, hat es immerhin gelohnt. Effektiv. So, Eissieb. Ja, ich bin heute auch nicht so fit. Ich musste heute Morgen um 7 aufstehen. Hab beim Mathe-Klausur geschrieben. Bin mental total am Ende. Also. Alles vollkommen erklärlich. Deswegen soll ich vielleicht die Liga auch nicht mehr heute machen, weil dann. Ich plane die Liga natürlich damit mit Fratzencam, ganz klar. Wie denn sonst? Na, jetzt schreck mal zurück. Jetzt können wir mal zurückhexen zur Walzer. Bäm. Ah, scheiße, muss ich demnächst auch auf Walzer bleiben. War das dumm. Bisaflor? Eulerfinne. Was mit euch? Was habt denn ihr genascht, bitte? Rasierblatt. Der könnte Crit durchaus Schaden machen. Der könnte wehtun. Das kommt natürlich ein normaler Hit. Okay, wunderbar. Bäm. So, Walzer 2. Boah, ist der mächtig, Alter. Oh. Sogar Walzer 3 insgesamt schon, aber okay. Wunderbar. Das Miltank ist echt ein Supermon. Also hier auf der Route haben wir schon ein Encounter. Das heißt auch, das Gras da oben ist dann leider nichts mehr für uns. Ach man, lass doch mal die schöne Musik ein bisschen spielen. Das ist voll traurig, weil das immer diese normale Trainerkampfmusik kommt. Ist halt echt lame hier, Magnethorn. Ich habe natürlich nichts drin, was dem effektiv so... was effektiv gegen den gut ist. Okay, ich habe zwei Monster, die ihn effektiv treffen können. Duplo. Den habe ich, glaube ich, im Kampf auch noch gar nicht gesehen. Also, ich kann ja noch werden. Hier kommt auf jeden Fall das Flammenrad erstmal. Übrigens super ungeschickt, dass wir noch nichts Besseres als Flammenrad haben. Es ist noch kein Flammenwurf. Ich hoffe, das kommt noch vor Level... Ja, okay, ich glaube 47 kann ich die schon trainieren für die Liga, weil halt echt keine Tränke. Es ist hart, Freunde, das können wir glauben. Es kommt hier Morlord, also. Holen wir mal Robin rein, weil Erdbeben und so ist ein bisschen gefährlich. Möchte ich nicht mitspielen. Amnesia, das ist okay. Erstmal verwirren, erstmal cancern. Ich glaube, Luke-Stauger hatte ich mir verlernt, oder? Ja, schade, eigentlich hätte ich nicht tun sollen. Obwohl, Biss kann auch praktisch sein, von daher. Er ist doch okay. Ist nicht mehr verwirrt, läuft. So muss es auf jeden Fall, so hier Flügelschlag und. Das ist schon ein bisschen. Also, ihr seht, hier haben sie den coolen Mons gegeben, gefällt mir echt gut. Haben sie einen guten Job gemacht. So, und jetzt kommt hier Over, ja, das ist dann wieder. Das ist wieder relativ easy für uns. Okay, auch sonst für jeden sollte das hier kein Problem sein, sonst. Hört man sich Gedanken mal, warum man Sandra geschafft hat und Over nicht. Außer man gegen Sandra alles verloren, bis auf einen Carpador, ist dann noch mit Dreschflegel und Fokus drückt auf einem KP, was die Tricking weggehauen hat. Aber ansonsten ist es unwahrscheinlich. Zugegebenermaßen noch das Szenario etwas konstruiert, aber gut. Wir sollten hier nichts uns so krass vom Gameplay ablenken lassen. Wie lange sind wir denn schon? Ah, knapp 20 Minuten, easy. Haben wir heute gut 30 Minuten verdödelt, also können wir locker auf mal 26, 27 machen. Jetzt kommt hier Starmie rein. Ein Miltank. Das sollten wir eigentlich ganz gut machen können mit Kopfnuss. Vielleicht sogar One-Hit? Ja, wird auf jeden Fall, wird eng. Das Bisa Knospas fast ein One-Hit, das Kulturbeträger. Gut, das ist dann wiederum harmlos. Wird ja auch ein Teufel tun, auf Walzer gehen, weil es eigentlich ziemlich fatal das ist. Wenn man mal in komplett Not ist, dann geht das, aber sonst. Eher nicht so. So, oh wei. Da gehen wir jetzt mal auf Eisig, würde ich sagen.
von Icep echt total die Verschwendung. Jetzt Slot ist das nur für die ganzen Drachen, eigentlich relativ gut für Dragoran und solche Späße. Also wir werden heute im LP noch ein paar Dragorans zu sehen bekommen, als kleiner Spoiler schon mal. So, Kopfnuss. Bäm. Jetzt würde ich sagen, läuft es doch hier auf dieser Route ziemlich, ziemlich gut. Staffette brauchst du gar nicht bringen, das juckt hier keinen. Gut. Level 41 ist unser Miltank und jetzt muss der Rest halt noch nachziehen dann. Also jetzt nehmen wir erstmal... Ja komm, geh mal ein bisschen zügiger vorwärts. Saruman kann ich eh nicht reinwechseln, der muss so seinen Job machen. Er wird in der Liga tatsächlich, glaube ich, gar nicht mal so nutzlos werden, weil ich den mit seinen Step-Attacken brauchen könnte, unter Umständen. Gegen mindestens zwei Trainer. Problem ist halt nur, dass er, wenn er nichts tankt, so... Das sind hier sind damals schon das erste, ist schon ein bisschen ein kritischer Fall, weil ich nicht weiß, wie viel Schaden Eis macht. Das sollte eigentlich, das wird erreichen. Ich meine, das ist ein Kadabra im Endeffekt. Okay, ist kein Simsala. Und das habe ich so das Gefühl, könnte ihm auch zu Verhängnis werden, dass kein Simsala ist, sondern nur ein Kadabra. Ah, der hat nur eins gehabt. Okay, gut, gut, gut. Und sorry, Leute, ich muss die Musik noch unterbrechen. Aber diese werde ich jetzt nicht mehr brechen, das ballt jetzt hier noch schnell in den Top-Schutz rein. Weil ein Superschutz. Hier unten gibt es noch. Ah, jetzt muss ich Quapsle erst noch. Da, diese VMs. Immer diese VMs, das ist echt. Überhaupt nicht geil. Und ich sag's immer wieder, ich bin so froh, dass das der Scheiß weg ist. Das haben sie echt gut gemacht in Gen 7. Wenn ich auch nicht ganz so euphorisch bezüglich Sonne und Mond bin, wie viele andere, waren das doch gute Spiele zum einen und zum anderen. Ja, hat man durchaus gute Neuerungen gemacht. Die Inselwanderschaft zum Beispiel. Ja, weil man dafür dann entschieden hat, nachdem man die Arenen rausnimmt, nehmen auch gleich noch gescheite Top 4, lässt man auch noch raus. Blöde Entscheidung. Rematches gegen Top 4. Effektiv lässt man raus. Blöde Entscheidung. Postgame lässt man raus. Wir ahnen das. Auch nicht so geschickt. Ja. Das summa summarum so war okay. Für mich jetzt Sonne Mond vielleicht. Ja. Es war schon, also. Nach den Enttäuschungen. Also für mich Enttäuschung XY Oras war das echt mal wieder Spaß gemacht. Das ist durchaus eine 85 bis 90er Wertung, hat das schon verdient. Aber. Auf keinen Fall über 90, wie das manche gern darstellen. Das ist. Nee, das ist utopisch. TM 22, das ist. Wir kriegen hier noch Erdbeben übrigens, das ist voll geil. In der Siegestraße dann. Was ist denn das? Vorhin haben wir Sandsturm bekommen und jetzt bekommen wir Solarstrahl. Ja, gut, Solarstrahl ist halt ohne Sonnenteam nicht so episch. Diese Musik, die will echt nicht irgendwie gescheit rankommen. Das liegt halt nicht mal an der Musik, sondern daran, dass einfach alles andere sich in den Vordergrund drängt. Kommt hier Bär mit Starmie. Ja gut. Für die Forschung ist auch Kadabra. Ist ja echt ein gutes Mon hier auf dieser Route, kann man echt nicht sagen. Ich habe bald schon den Kampf gegen den Impagator an, Freunde. Das wird auch noch spannend, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade schon... Oh je. Ja, okay, wir haben Lamus, das könnte halt Biss haben. Wir haben, glaube ich, eher Miltanks geschickter. Aufgrund der soliden Recovery. So, und Nidoqueen kommt das natürlich sicher ein starkes Mon, aber für uns extrem zuständig Psychokinese. Eine der mächtigsten Attacken im Spiel zusammen mit besagtem Erdbeben. Und die haben wir auf Lager. Sie haben sich echt nochmal entschieden, ein paar mehr Trainer hinzumachen. Oh, so schön die Musik mal. Das kann ein bisschen lauter machen, kurz bei mir. Kurz rüber surfen.
Ding. Ganz kurz schauen hier. Sind wir hier schon auf einer neuen Route jetzt? Ah, das sieht man hier nicht auf der Karte. Das ist ja blöd, weil wir keine Karte haben. Gut, dann werde ich einfach sagen, da oben, ich weiß, dass hier zwei Routen sind. Vielleicht dann oben Gras was. Zuerst mal den Angler. Das ist unfassbar, wie viele Trainer hier sind. Das ist grandios, wie er richtig sagt. Ja, schwingt sich ein Baldurfisch und ging auf Level 30 oder sollte. Wir werden wahrscheinlich keine Psychokinese brauchen, das sollte ein Dönerschlag ausreichen. Wir sind schon 41, sollten wir mal kurz nutzen. Kadabra ein bisschen bremsen. So, bin ich wieder da. Muss mal kurz meiner Stimme etwas Öl geben. Und auf Donnerschlag gehen. Und hat er noch ein drittes Baldurfisch? Nein, ein Goldking tatsächlich, okay. Immer ein bisschen aufpassen wegen dieser Hornbohrattacke, da habe ich echt Angst vor, das wird mehr in Diamant, Perl, Platin, wo sie das raushauen. Hier haben sie es mehr mit finalen Explosionen und sowas, was nicht minder gefährlich ist. Vielleicht sogar noch gefährlicher. Weil man dem nicht durch Überleveln gegenwirken kann. Duplo. Ich glaube, es ist einfach ein nach dem anderen hoch, also keine Sorge. Es ist ein guter Plan, den ich hier verfolge. Ja, ja, sei beeindruckt ruhig. Oh, Freunde, ich glaube, ich nehme das heute Nachmittag hier noch fertig auf. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Zeitinvestition. Da kommt Psyana rein. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, okay, Verruckzug gibt es nicht unbedingt. Schaufler. Und Angriff damit. Oh, macht es wenig Schaden. Oh, macht es wenig Schaden. Das ist ja richtig, richtig wenig. Das macht ja fast schon traurig, wenn man das hier so sieht. Ach, Flammenrad mehr Schaden vielleicht? Das ist echt ein Problem von Tornuptus halt. Es drückt halt null Damage. Das ist echt im Vergleich zu. Ich weiß gar nicht, ob nicht vielleicht sogar Megane. Okay, Megane ist nicht wirklich der bessere Start. Das kann immerhin Solarstrahl hier an der Stelle mit Chlorophyll ja mit Sonntag. Vielleicht eine HP Fire mit ein bisschen Glück ist das durchaus zu brauchen, glaube ich. Guter Kampf. So, jetzt denke ich nur Rückweg, deswegen. Kralle ich mir jetzt hier noch meinen Encounter in diesem Part, außer es kommt noch ein Trainer, der uns hier noch... Nee, hier kommt kein Trainer mehr, sage ich jetzt einfach, oder? Ist hier unten noch ein Trainer? Ja, im Moment kommt sowieso noch kein Encounter, hier ist noch das Haus der von Wochentagen da. So, dann tun wir schon hier den Schutz runter, optimal. Ein bisschen am Rand bleiben, damit wir nicht gleich drei Encounter bekommen, wunderbar. Können wir im nächsten Schritt gleich rausgehen? Und unser Encounter-Tod ist ein Dodo. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall. Wir haben ja erfahren, dass der Pokéball eh die beste Wahl hier ist für alles. Von daher, go. Ob das hier drei Level über Flakemon? Ja, das juckt aber nicht. Da kann ich immer mal drüber lästern. Das ist einfach... Ist so ein klassischer Spruch für die Pokémon-Community. Man schnappt irgendwas irgendwo mal auf oder denkt sich was. Und dann, ja, kommen solche Aussagen raus. Wobei man auf Pokéwiki die Formel relativ leicht nachschlagen kann. Das Level taucht dort nirgends auf. Oh, Triplette, Vorsicht, Vorsicht, wie viel Schaden? Okay, ist Level 28 also. Wobei das Level, oh, das Level beim Schaden spielt das da eine Rolle? Boah, da kenne ich die Formel gar nicht, so müssen wir nachschlagen. Die Werte spielen auf jeden Fall eine Rolle, aber ich glaube tatsächlich das Level sogar auch. Aber da legt mich mal nicht drauf fest. Okay, Superball. Im Pokéball wird das heute nichts, glaube ich. Das ist das Problem, wenn man hier nichts Gescheites hat zum... Um das Ding zu schwächen, Mann.
Jetzt kommt die Beere auch noch zum Einsatz, wow. Die ich hier eigentlich gar nicht hätte brauchen müssen. Hätte ich was gescheites Schwächen gehabt. Quapsel darf ich hier nicht nehmen, sonst hätte ich den jetzt mal reingeschickt zum Schwächen. Och, come on, das ist doch Beschiss. Viel Schaden macht Verfolgung. Und dann kannst du Move gerne nochmal drücken. Jetzt gehen wir auf X-Button und drücken dem Konfusstrahl. Es reicht's. Ja, ist okay. 8 Schaden läuft. Irgendwann reicht, das ist die mega lame gerade, was das abzieht hier. Ist hier dann selbst killen, habe ich halt ein Problem, aber okay, passt schon. Greift natürlich weiter an. Komm, ich hol einen Typ über den Kauf zum nächsten Part nochmal ein paar Tränke, das ist hier wirklich traurig. Als ob das jetzt hier einfach ausbricht aus dem Superball. Aus dem Hyperball. Superbälle, ich will das möglichst schnell hin und bringen. Der Part schon 31 Minuten lang. Seriously, zieht das echt gerade ab hier? Die Nummer ziehst du wirklich durch bis zum Ende? Ich brauche dringend für den nächsten Part noch ein paar Bälle. Weil es gibt noch einen Encounter, den hätte ich gerne. Also gut, ich werfe jetzt hier noch Bälle. Noch 3, dann gibt es noch mal einen Konfusstrahl und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Alter, das ist doch super ätzend, Alter. Super ätzend. Dieses Dodo, das kann mir eigentlich echt gestohlen bleiben. Langsam. Alter, ich habe schon einen Namen für dich, ey. Ich habe schon so einen Namen. Danke. Und das hat nur einen Namen verdient, Leute. Ohne Scheiß. Und zwar, dass der Namen vielleicht wissen einige schon, was rauskommt. Django. So sieht nämlich genau aus. Genau so. So, dann bin ich am Ende. Diesen Part ist viel zu lang. Beim nächsten Mal gehen wir in die Siegestraße, schließen die ab. Und ja, dann schaltet ein. Noch 3 Parts. Dann haben wir es geschafft. Auf jeden Fall mit dieser Nastok hier. Hoffentlich. Beziehungsweise in 2 Parts geht's endlich los mit der Liga. Ich sehe euch. Ciao.